Anno 1800, willkommen in unserer Welt, willkommen in dieser Siedlung hier, die ich eben umbenannt hatte, glaube ich, auf irgendeinen anderen Dorfnamen, weil es zu Beginn des neuen Anno samstags mit WB ein paar technische Problemchen gab. Aber mittlerweile denke ich, wir sollten optimistisch denken, dass das frühere Fridonia, dann hieß es kurze zurzeitig Absturzkaff, und jetzt nenne ich es wieder Freiheitshausen. Oder, wie man wahrscheinlich sagen würde, im Jahr 1848, während der Märzrevolution in Deutschland, das ist der Freiheits... Das ist der Freiheitshaufen. Haufen, ein altertümlicher Kampfverband, der für die Freiheit kämpft. Das ist Freiheitshaufen hier. Ich hoffe, die wollen sich nicht von mir, von dem Gouverneur, der hier alles zusammenhält, irgendwie befreien. Das finde ich unanständig. So, wir machen weiter, Leute. Und... hatten die Stadt beim letzten Mal schick ausgebaut. Und was wir jetzt machen werden, an meiner Seite sind übrigens Lady B. Bianca. Hallo Bianca. Hallo, einen schönen guten Abend. Und unser Captain Kieberfox. Hallo Kieberfox. Hallihallo, schönen guten Abend zusammen. Kieber und Bianca sind für euch im Twitch-Chat da und liebe Grüße an die Leute auf YouTube und bisweilen plaudern wir auch gemeinsam. Also Freiheitshaufen ist das hier. Die Schatten, die bisweilen hier drüber gleiten, sind nicht etwa Wolken, sondern Luftschiffe. Und wir hatten die Stadt sehr schön ausgebaut und das wollen wir auch noch weiter fortsetzen. Arbeitsbürger ist okay. Ich glaube, wir hatten keinen Pendler-Kai hier. Nee, dann wird die Anzeige wäre dann oben auch eine andere. Versorgung der Leute mit ihren Gütern. Das sind die Konsumgüter. Mehr Bedarf an Fisch als Angebot. Da müssen wir schon mal für sorgen. Ja, mittlerweile auch Bedarf an Arbeitskleidung, an Würsten unter anderem. Wir müssen bei mehreren Dingen mal kurz nachjustieren. Wir brauchen dringend auch noch mehr Bauern. Wir hatten, glaube ich, zu hohe und schnelle Upgrades zuletzt gemacht. Das sind die zentralen Versorgungsgebäude in der Mitte. Die kommen aber überall ganz gut hin. Setzen wir hier noch welche dazu. So machen wir das. Ziehen hier rüber. Und die sollten auch alle eine gute Versorgung haben mit allen Notwendigen. Wir können auch die schicken neuen Straßen auch noch setzen. Das haben wir noch gar nicht gemacht. Rund um die zentralen Gebäude. Kirche, Markt und Wirtshaus stehen ja eng Seite an Seite. Da haben wir einen Mini-Park hier unten auch gebaut. Unten ist die Schule. Da ist die Feuerwehr, machen wir eine Stichstraße hier runter. Und hier ebenfalls. Da wo die reichen Leute wohnen, da sind die Straßen auch ein bisschen besser. Weil die Obrigkeit, also ich, sich natürlich um die reichen Pfeffersäcke eher kümmerte, als um das Gros der armen Bauern. Also denen, ihr kennt das ja, ich bin Politiker. Ja, ich verkörpere die politische Elite bei uns in unserem Anno-Königreich und ich mache das wie alle anderen auch. Derjenige meiner Untertanen oder diejenigen, die die meiste Hilfe brauchen, bekommen natürlich die wenigste. Und die, denen es schon gut geht, die unterstütze ich gerne. Das ist bei mir nicht anders als in jeder anderen mir bekannten Gesellschaft. Kennt ihr irgendeine, wo es anders ist? Frag bitte nicht nach dem logischen Sinn. Aber so wird das hier gehandhabt. Das ist nicht anders als im Rest der Gesellschaft. Das ist ja ein Spiegelbild der Wirklichkeit. Hallo. Ja, die haben dann einen guten Hinweis. Der Kirchweg für die Bauernschei von den Bauernhäusern raus, von den Pfaden hin zur Kirche. Das ist gerade bei Regenwetter, können die Dreck in die Kirche reinbringen. Deshalb dürfen die auch nur an der Seite sitzen. Auf den besseren Plätzen sitzt die bessere Gesellschaft hier von Freiheitshaufen. Aber vielleicht, Nomen est omen, könnte es auch sein, dass die Leute ja irgendwann mal rebellieren. Wer weiß.
So alles ein bisschen länger hier noch gemacht. Stichstraßen gebaut. Das reicht erstmal. Haben wir eigentlich vor Ort eine Produktion für Ziegelsteine? Haben wir, alles gut. Hatten wir zuletzt noch mal Schiffe hier hingebracht mit Gütern? Nee. Stahlproduktion ist ja garantiert nicht. Na komm, wir bringen noch mal einmal Stahl auf Vorrat und vielleicht auch noch mal ein bisschen Ziegelsteine hin. Direkt um die Ecke ist unsere Hauptstadt. Ich wette, die haben hier Baukosten satt. Baumaterialien satt hier. Ja, das Schiff hier. Die Pharao sieht so aus, als hätte sie nichts zu tun. Die bekommt jetzt was zu tun von uns. Baumaterialien einmal voll machen, bitte. Und hier hin. Sind unterwegs. Sehr schön. Seht nur, wir befinden uns in bester Gesellschaft. So, dann werfen wir mal kurz das erste Mal für heute einen Blick in den Diplomatiebildschirm. Sieht alles soweit ganz gut aus. Wir haben Handelsrechte mit fast allen. Mit Enhalo haben wir wenigstens ein gutes Verhältnis. Das ist auch schon mal was wert. Wir nehmen. Oh ja, ich versuche alles sportlich zu nehmen. Du bist durch und durch gut. Vielleicht gibt Anne uns sogar eine Quest, wer weiß. Ich brauch dich nicht. Achte auf die Zeichen. Ich glaube, das verfolgt mich bis in den Schlaf irgendwann mal. Ich glaube, in Jahren, wenn Anno schon irgendeinen Nachfolger hat, vermutlich. Also es wird ja oft gesagt, darüber spekuliert, wie könnte der Nachfolger heißen von Anno 1800 und verschiedene Vorschläge werden gemacht. Ich denke, es wird der Ponyhof-Simulator sein. Ich denke, bei der Ponyhof-Simulator in der achten Version, der ersten Virtual Reality-Variante, die auf den Markt kommt, ist auch zumindest der spirituelle Nachfolger sein, also einer für die Ewigkeit, für Anno. Und wenn ich den dann in Zukunft spiele, werde ich wahrscheinlich dann auch immer im Schlaf hin und wieder, wenn man mich aufweckt und man mir sagt, ich habe eine Aufgabe für dich, dann zurückantworten. Gut, ich achte auf die Zeichen, denke ich mal, persönlich. So, hier vorne. Weiter ausbauen. Mehr Bauern mittlerweile da. Wir brauchen mehr Fische. Wir haben zwar für mehr einfache Leute gesorgt. Aber, das Lager ist voll. Wir hatten nur eben nachgeschaut und festgestellt, hier, die brauchen Fisch, die Kollegen hier. Kein Lagerhaus in Reichweite. Ach komm, sei doch nicht so zimperlich. Gut, es sieht so aus, als hätte ich das mit Absicht ja schon mal geplant. Das ist ja gut, das gefällt mir. Ja, ich erinnere mich, wir hatten letztes Mal das hier ausgebaut und fanden das... Ach, schau mal, wie hübsch das ist. Das hatten wir letztes Mal gebaut hier. Mit Vogelscheuchen hier in der Mitte. Mit dieser zauberhaften Allee, die zum Horizont hochführt. Das hatten wir letztes Mal gemacht. Das sieht zauberhaft aus. Guck mal hin. Wahnsinn. Bin total begeistert. Hier führt diese Prachtstraße rauf. Was für eine ländliche Idylle. Überall so kleine Bäume mit Absicht dazwischen gesetzt. Das sieht so hübsch aus. Hier, Bäume neben die Getreidehöfe noch hingesetzt. Apfelbäume. Das sieht man aber, dass es sich lohnt, mit Mut. Ja, zur Liebe, zum Detail oder was auch immer, was zu spielen und dann was auszubauen, dann sieht man das ein, zwei Wochen später und freut sich drüber, was man gemacht hat. Magma, danke dir für 10 Monate Treue. Abo auf Twitch, danke. Drops gibt es im Augenblick nicht. Alter Mann, vermutlich, wenn irgendwann dann die Reisezeit kommt, der nächste DLC von Anno 1800, mit dem vom Season 3 Pass, dann wahrscheinlich schon. So, wir gehen hier wieder raus. Ich drücke mal die Taste F1. Darf ganz ruhig bleiben, nicht die Taste F1, ich drücke eine andere. Oh, wir können auch die Uhrzeit mal wieder sehen hier, ne? 7:45 haben wir jetzt, könnt ihr sehen. In Game und auch in Reality. 7:45. Sieht echt bildhübsch aus. So, nachdem ich mal wieder selbstverliebt unsere Stadt hier betrachtet habe, sorgen wir für etwas mehr Fische hier. Blau ist... Nee, warte mal. Grün ist, was wir herstellen, blau ist Bedarf. Dann ist ja alles okay. Etwas mehr herstellen als Bedarf. Alles gut. Wir könnten ein bisschen noch nachjustieren bei der Arbeitskleidung, weil das auf Dauer Problemchen bringen könnte.
Aber brauchen, ich hab's nicht genau im Kopf, brauchen die auch die zweite Stufe auch Arbeitskleidung auch, ja. Dann sorgen wir noch für etwas mehr Arbeitskleidung. Und das geschah, glaube ich, hier vorne, ne? Genau. Mal schauen, wie viel Wolle wir haben und ob wir ein Übermaß an Wolle produzieren. Ja, dann würde es wahrscheinlich reichen, einfach eine weitere Weberei hier irgendwo hinzustellen. Angst, dass es hier ein bisschen voll wird, aber wir machen es trotzdem. Die Menschen lassen sie hochleben. Gott, ich habe vergessen. Ich habe wieder alle Shortcuts durcheinander. Ich habe zu viele Spiele zuletzt gespielt. Ich wollte gerade mit der R wie Rotate-Taste das Gebäude drehen und das geht ja nicht. Man macht es mit der mittleren Maustaste. Oh Gott, das kommt davon. Was haben wir alles gespielt in den letzten Tagen? Endzone, A World Apart, Space Base Tartopia, Evil Genius 2, World Domination, Dorfromantik, Civilization 6, Distant Kingdoms, City of Gangsters, ganz viele Preview-Let's Plays, ganz viele Spiele. Also all die Dinge, die ich hier mittlerweile parallel spiele, all die Shortcuts sich zu merken, das geht in mein kleines, altes Hirn nicht rein. Bitte, bitte herzlich um Verzeihung. War einiges WB, meint auch Manga, ja. Echt, mit der mittleren Maustaste. Ich glaube, ich weiß nicht, gestern oder vorgestern hatten wir irgendein Spiel, da hatte ich laut drüber nachgedacht, ob das nicht eine universelle Taste sei, die R-Taste, Rotate, rotieren, drehen. Hier war Anno nicht. Die entziehen sich dir. Ach, das sieht, guck mal, das ist die eine der hübschesten Minen, die wir je gebaut haben. Schaut euch das an. Schaut euch das mal an. Das sich hier so hoch windet, wie eine Achterbahn. Cool. Zauberhaft. Ich würde da so gerne mitfahren können. Mit der E-Taste geht leider nicht. Das sieht echt prachtvoll aus. Wunderbar. Sehr schön. Nee, Bianca, man kann leider nicht mitfahren. So, jetzt haben wir da auch etwas mehr an Produktion. Das sollte jetzt auch genügen. Genau. Alles fein. Alles prächtig. Und jetzt bauen wir die Stadt noch ein bisschen weiter aus. Wir hatten uns letztes Mal uns überlegt, dass wir einen Besucherhafen hinsetzen und dafür die Dinge noch etwas schöner machen. Und dafür tricksen wir. Erstens brauchen wir etwas mehr Kultur noch. Das heißt, wir setzen uns was hin. Erstmal einen Besucherhafen. Und dann ein Kulturministerium und da gucken wir weiter. Und den Besucherhafen, wir haben bei der Attraktivität, uns fehlen nämlich nur 43 Punkte. Dann sind wir eine Attraktivitätsstufe höher. Und Besucherhafen sollte sich eigentlich jetzt schon lohnen. Wir können ihn auch schon mal setzen. Wir brauchen einen coolen Platz. Wo wollen wir nachher entweder ein Zoo oder ein Museum hinsetzen? Was meint ihr? Wir könnten hier hin. Hier den Besucherhafen hin. Der sollte in der Nähe der Speicherstadt sein. Weil in der Speicherstadt können wir dann Items platzieren in der Hafenmeisterei, die die Unterhaltskosten des Besucherhafens auf 0 drücken. Und 0 ist bekanntlich wenig und dann lohnt sich der erst richtig. Das sollten wir unbedingt machen. Und das wäre wiederum ein Argument dafür, den eigentlich hier hinzusetzen. Neben das Kontor oder den Kontor. Ich vergesse immer, wie man das nennt. Denn dann können wir, wenn wir denn die Speicherstadt hier auch hinsetzen, auch das Kontor versorgen, wenn das angegriffen wird, zum Beispiel mit Verteidigungs- Items, dass die Hafengeschütze besser feuern können und so weiter. Ja? Und stattdessen könnten wir die Fische umsiedeln und nach oben hinpacken. Ach komm, das können wir jetzt schon mal machen. Lass uns das jetzt schon mal machen. Wir siedeln die Fische einmal um, platzieren hier nochmal ein Kontor hin. Konto, entschuldigt, ein Lagerhaus meine ich natürlich. Nee, wir setzen die um.
Jetzt tricksen wir mal wieder. Wenn schon, denn schon, dann auch hübsch, bitte. Gucken, wie viele wir da nebeneinander gesetzt bekommen. Eines. Seitdem ich entdeckt habe, durch eure guten Tipps, dass das geht, dass man die nebeneinander hinsetzen kann, dass man die ins Wasser setzen kann, bin ich davon vollkommen begeistert. Ich finde das so cool, dass man das machen kann. Das war mir gar nicht klar, bis ich das vor ein paar Streams mal auf eure Tipps hin entdeckt habe. Davon bin ich total begeistert, von dieser Möglichkeit mittlerweile. Man braucht natürlich entsprechend, müssen natürlich auch versorgt werden, aber es geht. Nehmen wir hier weg. Die Menschen lassen sie hochleben. Zu Recht. Eindeutig zu Recht. So. Dann nehmen wir das Lagerhaus, das wir gerade genommen haben. Kommt dann hier hin. Hoppla. So kann man es machen. So geht's. Wir wären dann so weit. Aha. Sagt der Zeitungsmensch. Oh, das gefällt mir nicht. Mal gucken, was die Diplomatie dazu sagt. Mit George stehen wir sehr gut. Da können wir es uns leisten, einmal die Zeitung zu lektorieren. Das mag der normalerweise nicht. Wir puzzeln hier mal ein bisschen Stiefelpolitur Einfluss gar nicht rein. So schlecht, wie ich dachte. Es trägt ihre Handschrift. Ja, das finde ich auch. Alternative Fakten ist ein hässlicher Ausdruck. Dafür müssen wir auch ein anderes Wort uns suchen. Das gefällt mir noch gar nicht. Da arbeiten wir dran. Und jetzt, und hier kommt jetzt der Besucherhafen hin, aber zuerst die Speicherstadt. Da brauchen wir auf jeden Fall gleich noch viel Stahlbeton. So, wir entleeren mal. Aber wir setzen erstmal den. Gucken, ob wir die Speicherstadt schon setzen können. Der Besucherhafen nachher. Wo ist die denn? Da. Die setzen wir in die Mitte, direkt daneben. Da kann ja alles schön abgedeckt werden. Bitte. Was schreibt der gerade? Tante Mimi, na ein Besser möchte. Ich möchte nicht ein Besser. Ich baue, ihr habt da gerade was anderes angefangen. Tut mir leid. Nicht jetzt mit. Jetzt haben wir beim letzten Mal das Projekt hier angefangen.
es hier auszubauen, hatten uns das überlegt und hatten uns gesagt, heute bauen wir einen Besucherhafen und Speicherstadt-Items und das würde ich gerne durchziehen. Ich hatte das eben schon gelesen mit N'Beza, Tante Mimi, aber hat man gedacht, nee, ich möchte das durchziehen. N'Beza läuft uns ja nicht weg, aber das können wir gerne bald dann machen. Wir waren lange nicht mehr in Afrika, das stimmt. Das hatte Tante Mimi schon vor 10 Minuten, hattest du das, glaube ich, gepostet, Melanie, ne? So. Jetzt haben wir die Verbindung. Und jetzt gucken wir, dass wir da schöne Items finden für einen Besucherhafen. Genau. Und dass wir hoffentlich auch coole Items bekommen. Noch haben wir gar keine. Wir brauchen Besucherhafen-Items hier vor Ort. Frachtschiff steht bereit. Und damit geht es einmal zurück hier oben hin. Zum Horizont. Die Gelehrten hättest du gerne, Ataxa. Ja, die holen wir zwar irgendwann. Forschungsinstitut und Co. Aber ich würde gerne. Wir sind ja nicht gehetzt. Ich würde gerne die Sache zu Ende machen, die wir letztes Mal angefangen hatten. Hier hin. Jetzt kommt der Besucherhafen daneben hin. Der muss allerdings auch so sein, dass wir die Speicherstadt in aller Ruhe noch ausbauen können. Und wenn wir angegriffen werden, dann vermutlich von wo? Eher von da, wenn ich auf die Minimap gucke, ne? Das ist eine fremde Insel. Von da könnte auch was passieren. Ich setze mit dem Besucherhafen mal hier an die Seite hin. Gucken, ob das geht. Der ist aber zu groß dafür, ne? Freie Küste erforderlich. Oder liegt es an der Straße hier? Mal gucken, ob das hilft. Ah, das hilft. Ein Besucherhafen dahin und die Straße führt dann links runter. Das kann ich mir gut vorstellen. Da ist der Besucherhafen jetzt. Jetzt machen wir hier noch einen Eingang. Eine Straße, die hier lang führt. Eine schicke Straße, bitte. Dann müssen wir den Bauernhof etwas erweitern. Nein, der war es nicht. Der war es auch nicht. Der war es. Der muss etwas in groß noch werden. Wir brauchen hier unten ein paar Felder mehr. Dann nehmen wir ihn hier und hacken da ein bisschen was weg. Die können wir nämlich woanders noch erweitern. Das ist der hier vorne. Der geht hier runter. Da kommt ein Bäumchen hin. Mit den hier, mit dem noch ein paar verpassen. Hier vorne hin. Und da noch eins. Da noch eins hin. Jetzt will ich es wissen. Ach, das geht nicht da hinten. Da vorne kommt man gar nicht hin. Dann darf das hier bleiben. Und das ist doch okay so. Das sieht doch hübsch aus. Prima.
Also der Besucherhafen, und im Augenblick lockt er noch nicht so viele Leute an. Wir wollen auch bei den ein bisschen bauen bei den Modulen. Ich glaube, wir hatten noch keine einzige Hafengeschichte hier, ne? Doch, Export-Import, ein Slot nur, ne? Gibt es irgendwas, was wir hier schon mal einkaufen oder verkaufen könnten? Noch ist es nicht nötig. Gucken wir es nachher an. Das ist die Speicherstadt. Jetzt brauchen wir die Items für die Besucherhafen. Da gucken wir mal, wo wir welche haben, die wir dorthin bringen können. Kann man da nicht nachsortieren? Nach Items, die gut sind für Besucherhafen? Anscheinend nicht. Müssen wir mal, wie heißen die denn? Wie heißen nun mal die uns alle Inseln auswählen? Stimmt. Guter Hinweis. Das ist die Begründung gewesen, deshalb ging das nicht. So, da haben wir ganz viele von. Unterhaltskosten minus 50%, Unterhaltskosten minus 100, haben wir 5-mal. Genau. Im Tiergarten haben wir einen Besucherhafen, das ist wichtig. In Crown Falls haben wir im Kontor 2-mal anscheinend und brauchen es dann nicht, so verstehe ich das. Einmal hier in Kuken. Items check. Hafenmeisterei check. Ja, Thomasina Langton, Promoter der Extraklasse. Unterhaltskosten 100% runter, mehr Besuche, mehr Attraktivität, bombig. Das machen wir. Das heißt, wir nehmen jetzt eines unserer Schiffchen. Oh, Crown Falls ist ja ganz weit weg. Haben wir ein Luftschiff, das wir benutzen könnten? Den räudigen Hund, der hier in Highland ist. Manövriere! Oh, ihr müsst dann dringend Anteile zurückkaufen. Sturmvogel. Die Menschen lassen sie hochleben. Items, einmal Thomasina. Hafenmeisterei, Schiffswerften beeinflussen, nein. Dampfschiffswerft, egal. Unterhaltskosten minus 50% haben wir, aber nochmal plus 10% Besucher. Mehr Attraktivität und nochmal mehr Besucher. Die nehmen wir alle mit. Kanonier ist gut für die Verteidigung, kann man auch machen. Mehr Schaden, mehr Trefferpunkte. Aber die nehmen wir auch noch mit, dann bauen wir da irgendwie noch eine Hafenmeisterei. So, die nehmen wir alle mit. Und einmal rüber bitte, in die andere Region, in die alte Welt und rüber nach Freiheitshaufen. Hierhin. So. Dann warten wir, bis die hier ankommen. Wir hatten gesagt, wir wollten ein viertes Item hier noch platzieren. Eines, das diese Geschütze hier verbessert. Deshalb gehen wir jetzt hier rein und bauen uns nochmal was dazu. Bei den Items, bei den Modulen, und zwar Reparaturkran unbedingt. Da haben wir den schon. Repariert nahegelegene Schiffe und Gebäude, das ist die größere Variante. Der ist im Prinzip schon da. Hafenmeisterei, das brauchen wir auf jeden Fall. Und eine extra Anlegestelle, also hier ist nicht viel los, aber schaden kann es nicht. Eine extra Lade-Anlegestelle bitte noch.
So, die ist jetzt allerdings nicht angeschlossen, erhöht nicht die Attraktivität. Deshalb sollte man sich das überlegen. Ist vielleicht auch super optimal. Wir bauen auf jeden Fall die hier schon mal direkt dran. Die Hafenmeisterei, die kommt hier hin. Gibt dann auch einen Attraktivitätsbonus. Kann man so ein Stück auf Land setzen, ne? Genau. So. Und na, es wäre schon gut, die ein bisschen dichter nach vorne hinzusetzen, ne? Weil der Attraktivitätsbonus, den geben die Module halt nur dann, wenn sie direkt an die Speicherstadt rangebaut sind. Deshalb ist hier die Attraktivität. Freiheitshaufen. 86 fehlen, okay. Nur eine kleine Aufmerksamkeit. Nutzen Sie es weise. Danke, George. Das ist ganz entzückend. Ah, da müssen wir... müssen wir voll andere Verlängerungen machen. Wir fangen mal klein an und bauen die ja noch ein bisschen aus. Bauen noch das eine oder andere Modul dazu. Und sagen noch Lagerkapazität erhöhen, Lager bauen, kann nicht schaden. Einmal hier dran. Die sind dann schon mal miteinander verbunden. Müssen wir noch ein anderes Gebäude daneben setzen oder zwei eher, ne? Das heißt, das muss... Die Menschen lassen sie hochleben. Das muss weg, das muss eins hier rüber. Genau, und dann können wir die Verbindung machen mit den Modulen, nehmen noch eins dazu. Könnten noch ein Depot zum Beispiel setzen. Verladebonus für die Schiffe kann auch nicht schaden. Der Verladekeit, der muss allerdings auch dann so ein bisschen schief sein, machen wir das auch. Also das ist ein Verladekai, das ist ein Depot, das ist eine Hafenmeisterei, das ist eine Anlegestelle. Achtung, Fenster gehen gleich alle, da müssen wir nachladen. Okay, so können wir arbeiten. Ein kleines Dankeschön für dich. Oh Gott, wir kriegen wahrscheinlich wieder irgend so ein Tier von ihr. Ich habe gereimt. Das erste Gedicht von mir heute Abend. Ich bin so stolz auf mir. Auf mich, auf dich, auf uns, ich weiß es nicht. Stolz bin ich auf jeden Fall. Mal gucken, was wir bekommen. Katze aus dem Sack. Das klingt sehr, als würden wir wieder einen Tiger bekommen. Tigeralarm bei uns. Singen Sie zu Jorgensens fröhlichen Clipper. Na, Le Grand Ciel. Mit der Tapferkeit hier hin und abholen, bitte. Das Saufnäschen ist in Kinderwahn. Abdrehen beginnen. Kiba Fox dampft. Kiba ist da. Hallo Captain Kiba, du bist in Bullseye. Du hast ja gar nicht Bescheid gesagt, dass du da bist. Ich bin undercover. Rumbrennereien werden beeinflusst. Ich schicke dich einmal rüber. Mit irgendwelchen Dingen, die wir sicher irgendwann mal brauchen oder so. Mit Baumaterialien. Rüber in die neue Welt. Keine Dampfmaschinen hier mehr. Die müssen wir dringend mal anschmeißen. Rüber in die Hauptstadt, in die neue Welt. So, das war jetzt gemacht. Sehr schön. Und dann... In die Takelage! Haben wir noch die Albatros, das sind die Kriegsschiffe, die dürfen hier gerne bleiben. Steuermann! Das ist Pharao und Pharao darf jetzt einmal die Fenster mitnehmen. Reichlich, ganz viele. Und einmal rüberfahren hierhin und die abliefern. Sehr schön. Und
Du musst mal gucken, dass die. Mal uns in Ruhe anschauen, warum die Dampfmaschinenfabrik hier kaputt ist. Das weiß ich nicht. Also, warum die nicht kaputt ist. Die scheint nicht zu funktionieren. Ich tippe mal drauf, WB hat die pausiert. Gucken wir uns gleich mal in aller Ruhe an. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zu.